ist, dass du zum Beispiel, wie ich das gerade gemacht habe, dass du zum Beispiel so ganz elegant erstmal stehst und so aus der Hocke langsam wie eine Geschichte, die du erzählst. Du wirst immer größer, wie so eine Blume, die langsam aufgeht. Du fängst langsam an und dann wirst du langsam, gehst du hoch und zeigst dich immer wieder. Aber wenn ich denn so, wie du gesagt hast, so, ja, zum Beispiel, mal ich mir, so anfangen, ja. Da muss man nicht mehr raustragen, wenn ich bin auch. Nee, das ist das. Ich bin auch mal, ey, du sagst jetzt, du machst das so. Ja. Und dann. Oh Gott! So, ja, das muss ich üben, damit ich hochkomme. Hallo, ich bin Sharon Fulutan, ich bin Weltmeister in Kraft-Dreikampf. Heute sind wir im Sportstudio Popeye und ich übe zum zweiten Mal Posing mit Mike Norby und. Von letztem Mal zu dieses Mal habe ich etwa 7 Kilo abgenommen gehabt und ja, er meinte, sieht gut aus, weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, dass wirklich so ist und wir lassen uns überraschen. Ich gebe Gas, ich fühle, dass alles gut geht, ne? Mal sehen. Jetzt machen wir das ja relativ schnell. Normalerweise diesen Line-Up, den musst du manchmal, wenn du Pech hast, musst du 3 Minuten halten. Du kannst dich aber zwischendurch immer wieder neu aufbauen. Ja, geil. Die Kampfrichter, die sehen das sogar noch von da unten. Das heißt, du wirkst von da unten ja eigentlich noch mächtiger. Schade ist, dass man. Ja, halten. Ja, okay. Das sind wir so. Ja, das weiß ich. Das müssen wir jetzt auch wirklich jede Woche üben. Langsam. Dieses geil. Beine mehr spannend. Ein bisschen in die Hocke gehen. Ein bisschen, ja, hol den Quadrizeps raus. Guck mal, das ist bei dir schon kein Quadrizeps mehr. Das sind ja noch mehr. Doppelbizeps. Guck mal, dein Latt setzt auch richtig schön an. Dein Latt kommt direkt von der Taille hoch. Das ist so genial. Genau, mach dich groß, mach dich groß. Die anderen machen sich auch groß. Ja, geh mal vielleicht mal ein bisschen mit dem Ellbogen einmal hoch. Ich finde, das sieht fast noch besser aus, wenn du das ein bisschen höher machst mit dem Ellbogen. Siehst du das? Dann wird es. Das ist geil. Latissimus-Pose. Gib mal ein bisschen nach vorne ein bisschen. Geh nochmal nach hinten. Nee, bleib mal so. Das sieht besser aus. Naja, Alter, guck mal, man sieht so richtig die schöne Brust. Das ist eine richtige Partie. Schön. Den vorderen Fuß musst du weiter nach vorne. Ja, genau. Deine Fußzehen von dem, die müssen hier in der Mitte hin. Genau. Jetzt, genau. Kurz erstmal fangen mit den Beinen an. Die müssen richtig so klingen dadurch, weil sie so dadurch wirkt den Oberschenkel noch breiter. Weil wenn du sonst so stehst, dann wirken sie schmal. Das sieht nicht aus. Du musst dich quasi ein bisschen kompakter machen. Genau. Hammer, komm auf deine Brust. Das ist okay, der Seite. Da kannst du den Kegel abstellen. Andere Seite einmal, ich möchte was gucken. Weil manchmal ändert sich das auch mit der. Genau. Ich denke, die andere Seite ist besser. Ja, das denke ich auch. Die Wege da ist. Ja, okay. Wenn hier so macht, du. Genau, denk an die Füße. Ach, sehr geil. Hammer, Shelly. Bei den Trizeps Bauch auspustest, dass du die Bauchmuskeln. Hier erstmal den Bauch einzeln, weil der sieht man nicht bei der Hand, der davor ist. Okay. Richtig groß machen, genau, richtig so, als ob du Operetten sein kannst. Genau. Das ist jetzt natürlich, wenn wir freundlich gucken, genau, das macht sich gleich ein bisschen sympathischer. Aber wenn du da guckst, wie so ein Killer, dann muss man mehr als verlieren. Genau. Trizeps-Pose. Ja, genau, richtig schön, dass du da richtig so anspannst. Bisschen auch zu drehen, die Leute wollen nicht aussehen, genau. Und deswegen, gerade beim Drehen, ist es enorm wichtig, weil du dich ja frei präsentierst und dann so. Und dann musst du richtig so. Dieses Ding hier. Deswegen hilft das hoffentlich. Hammer, Challenge ist wieder eins. Ja, wichtig ist, dass du so stehst. Also Schwarzenegger stand zum Beispiel so, der ist ganz anders. Ich denke, wenn du so machst, das reicht. Das heißt so, wenn ich so. So. Ja, genau, das kannst du machen. Wenn du so stehst, das geht auch. Genau, und dann, guck mal, sogar da, deine Brust will sich immer mitpräsentieren, echt. Obwohl das eine Trizeps-Pose ist, sehr schön. Dann Doppelbizeps von hinten. Sehr schön, das sieht bei dir richtig gut aus. Wenn da nachher noch diese Herze reinkommt, Hammer. Aber du schwingst jetzt schon eine schöne Linie. Nee, so nicht, das ist, ja! Da musst du letztendlich, genau, an der Pose, wenn du nachher hart bist, dann sieht das genial aus. Merk dir diese Position, weil ich kann dir das ja leider nicht zeigen. So musst du bleiben. Mach nicht diese Speckfalte, was du am Anfang gemacht hast. Das ist gut. So, Latissimus.
Ja, Alter, das Ding ist ein Witz, haben wir ja. Ey, du siehst aus wie eine Fledermaus. Aber jetzt, also wadentechnisch sieht echt jetzt schon richtig brutal aus. Okay, zeig mir mal deine Brust bitte. Kipp mal ein bisschen hier, so nur kippen, so. Ja, Bizeps. Ja, von Uja. Alter, Banana Split. Das ist echt sehr gut. Man sieht richtig schön dein Trizeps. Von hier sieht das noch besser aus, als wie du das selber siehst im Spiegel. Glaub mir. Hier sehe ich das. Da sehe ich das A. Den Banana Split. Richtig gut. Sherry, wir sind jetzt. Ja, Alter, das sieht von hier richtig gut aus, Sherry. Okay, und jetzt Bauch, Beine. Ja, heftig. Jetzt, wo die Sonne weg ist, sieht man auch viel besser deine Muskeln. Genau. Versuch dein Bein einmal so richtig so zu warm zu halten und so bleibst du dann auch. Vielleicht mit dem anderen ein bisschen weiter runtergehen, dass du insgesamt so eine Art in den Knien bist. Und dann musst du einfach, genau, wenn du so wie ich in der Hocke zum Beispiel startest, Ronnie Coleman zum Beispiel ist ganz oft zugestartet, das machen auch einige, die gehen so runter und fangen eigentlich so bam. Bam, und gehen dann so hoch, weißt du so, und dann drehen sie sich mit der Musik. Was man aber auch machen kann, was sehr elegant aussieht. Die Frage ist, was du da machst, wenn zum Beispiel startest du so, dann beginnst du zum Beispiel irgendein Beat, dann machst du so eine Bewegung wie so ein Stern nach Schwarm, mhm. Also, dass du dann so langsam so hoch gehst und dann kann man sich so drehen, so zum Beispiel, und dann gehst du so langsam hoch. Ich finde, das ist zumindest eine Idee. Wenn du es drauf hast, können wir es nachher, wenn du es nicht magst, immer noch weglassen. Und das wäre eine Idee, dass du zum Beispiel so anfängst. So, und dass du dann innerhalb, klar, das muss natürlich nachher sitzen, dass du dann innerhalb der Bewegung zum Beispiel erstmal so startest und nachher so rüber gehst und nachher immer größer wirst, so, wie gesagt, das ist so ein schöner Anfang. Deine Beine bleiben so, die sind nur dein Oberkörper, okay, guck mal, jetzt ja genau, präsentiere dich jetzt. Aha, danke. Ja. Ja, ich weiß. Alter, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig mache. Das, ich sag ja schon, okay. Ja. Mach, geh nochmal diese Pizze so weit, wie du kannst. Guck mal nach unten, bitte. Dein Kopf nach unten. Ja, da hast du ihn, da ist er. Okay, und los. Zu mir hin einmal ein bisschen mit dem Ohr. Hammer. Und jetzt langsam hoch, genau. Die Beine. Genau, so, gut. Und jetzt so, genau, vielleicht einmal so einmal die eine Hand angespannt als Faust, die andere Hand machst du so offen, genau, und mit der Hand, die offen ist, gehst du so rum. Genau, je nachdem, wie viele Leute in deiner Gewichtsklasse sind, ja, wirst du wieder nach vorne rufen. Angenommen, das sind 10 Leute da, mhm, bei der Vorauswahl, und das dürfen nur 6 Leute ins Finale, damit sagen sie ja schon, das wirst du auch gleich merken, wenn du gleich nach vorne gerufen wirst. Ja. Dann weißt du schon gleich Bescheid. Ja. Weil dann bist du interessant. Okay. Wichtig ist, dass du da hingehst und sagst, geil, das war gut. Und dass die Leute auch sagen, nicht schlecht, der kann das auch. Nee, ich meine, ja, für mich geil, wenn ich da hingehe und gleich was reißen kann. Ne? Leider sieht gut aus. Ja, zumindest das Problem. Ich bin nicht unbedingt, wenn es passiert, ist auch nicht so schlimm, aber ich bin nicht unbedingt die Letzte sein. Nee, das weiß ich, genau. Das will ich nicht.